Ich meine, ihr wisst das doch eigentlich sowieso alles schon, oder? Ihr habt doch das bestimmt schon bei diesen ganzen No-Life-Ami-YouTubern gesehen, die den ganzen Tag scheinbar nichts anderes zu tun haben, als Hello Neighbor zu spielen. Wer braucht denn da noch meine Videos? Aber Seth, du versuchst wenigstens lustig zu sein. Aber warte mal. Bevor wir anfangen, muss ich hier doch eben kurz mal noch was nachschauen. Sagt mal, was ist denn das hier? Ja, sind wir denn immer noch nicht bei 100k? Mensch, was soll denn da? Nee, liebe Leute, ich spinne natürlich nur ein bisschen rum. Aber mal im Ernst, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mir vor allem seit der kleinen Ansage gestern so viel Support, ja, in Form von lieben Worten, in Form von Likes, in Form von Abos da lasst. Ich liebe euch einfach, ja. Ganz im Ernst und an alle, die neu hier sind, herzlich willkommen, habt Spaß, denn genau darum geht's. Und bald sind wir 100. Gegen 1000, das haben wir zusammen erreicht und das ist super geil. So, und jetzt lasst uns mal gemeinsam im Keller entrümpeln, oder was? Was wir prinzipiell brauchen, ist gutes Aussehen, check, würde ich sagen, die Keycard und das Erbrecheisen, was immer noch unterwegs ist. Was dagegen? Und nun heißt es warten, bis der Damm bricht, das Eis schmilzt. Oh, macht das Spaß, Leute. So Spaß. Und dann... Warte mal. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, das Brecheisen holen. Aua, heiß! Und wieder warten. Und dann, wenn man noch nicht ganz durchgedreht ist... Dann kann man eventuell in den Schacht der Erlösung vordringen, liebe Leute. Und eintauchen in unbekannte Welten, voller Bugs und Glitches, Glanz und Gloria und hoffentlich Würstchen, Speck und viel Geschrei. Ich setz dem da jetzt auf jeden Fall einen fetten Haufen in die Ecke, du, das kann man aber wissen. Let's go, Freunde! Und so wird der Abstieg in diese Grotte des Vergessens zu jenem Ort, vor dem sich selbst das Licht in Schaudern auflöst, zum Höhepunkt unseres heutigen Abenteuers. Und obwohl jemand eindeutig wollte, dass wir nicht hier sind, werden wir dort drüben erwartet von jemandem, der sich offensichtlich auch in dem Moment fragt, warum er nicht einfach in Mutters Schoß geblieben ist. Und Gott sei Dank, trotz aller Hindernisse, hat jemand einen Weg gefunden, um die Grenzen der Physik zu durchbrechen. Um uns zu jenem Superman zu machen, der wir schon immer sein wollten. So erblicken wir dort in der Ferne hinter dem Zaun den Schatten. Der Schatten unserer selbst, der Schatten der Vergangenheit. Auf jeden Fall jemand, der die Wahrheit davor bewahrt, entdeckt zu werden. Doch noch ist es nicht an der Zeit, sich ihm zu stellen. Noch liegt es an uns, unseren eigenen Superman nach außen zu kehren. Und uns einzugestehen, dass wir offensichtlich unseren Garten verloren haben oder sowas in der Art. Denn warum sonst sollte er uns in unseren Albträumen heimsuchen? Ich dachte eigentlich, du wärst im Hochwasser oder meinem nicht ganz so grünen Daumen zum Opfer gefallen, aber du bist weggelaufen. Und so kommen Lügen über Lügen an das Licht. Wobei das in diesem Ort sehr, sehr ironisch ist. Und nebenbei bemerkt ist Weihnachten, dass jemand von uns leider zu verpennen gedenkt, weil er dabei ist, Karate zu trainieren. Aber er hat nicht mit Superman gerechnet. Tja, Nachbar, dies ist nicht dein Revier. Ich werde dir auf die Schliche kommen. Und du wirst dort im Gefängnis verfaulen. Ich werde... allen zeigen, dass du ein großes Problem mit Klebstoff hast. Doch bevor wir noch weiterhin unser Höschen mit weißem Glibber bekleckern lassen, sehen wir uns mit Hindernissen konfrontiert, die wir niemals überwinden können. Verdammte Axt, jetzt hör auf damit! Whee! Das hat mich fast 2 Sekunden aufgehalten, Freunde. Doch noch gibt es scheinbar
Genug zu entdecken. Genug, um mich den ganzen Tag zu beschäftigen. Viel Zeit, die ich nicht habe, doch die Hinweise sind eindeutig. Wir wissen, was zu tun ist. Das Licht anknipsen. Easy, nicht wahr? Easy! Ich hoffe, der Schuh ist des Rätsels Lösung. Yes! Seht euch mein Werk an! Dauert doch 5 Minuten Vorführeffekt, ihr wisst schon. Was auch immer ich gerade geschafft habe, liebe Freunde, ich sehe einen Scheiß. Aber wahrscheinlich ist das so gedacht, dass wir hier unseren Weg hochbahnen müssen, nachdem wir Doppelsprünge und allen möglichen Klamauk freigeschaltet haben, um schlussendlich immer weiter zu dieser kleinen, aber wahrscheinlich gefährlichen Schattengestalt vorzudringen, die sich uns da so frechlicherweise in den Weg stellt. Keine Sorge, mein Freund. Der Sevi ist unterwegs. Und nebenbei bemerkt, bin ich ziemlich glücklich darüber, was die aus diesem Game hier gemacht haben. Und doch fehlt es mir immer noch an einer Bedeutung dieses ganzen Unterfangens hier. Was haben wir für eine Rolle in diesem Spiel? Sind wir die böse Hexe? Oder doch nur Hänsel und Gretel auf der Suche nach Brotkrumen, während dunkle Augen uns aus den Schatten beobachten und auf unseren hilflosen, nackten Leib starren? Doch eins ist sicher, wir lassen uns nicht zum Narren halten. Wir nehmen den Spielball in die Hand und finden raus, dass wir leider zu scheiße im Basketball sind. Sackgassen über Sackgassen, Freunde. Richtig und falsch liegen manchmal so nahe beieinander. Doch wo ist der Weg? Wo müssen wir hin? Und wer möchte das verhindern? Okay, was definitiv klar ist, dass nichts gerade zwischen dem Ausgang und unserem kleinen Freund hier steht. Der uns vermutlich nur deshalb nicht angreift, weil ich gerade im Ghost-Modus bin. Aber vermutlich wird sich das ändern, wenn ich in den normalen Modus überschwenke. Macht euch bereit, Freunde, eure Unschuld zu verlieren. Ah! Wow, wenn man stirbt, kann man alles nochmal machen. Oh, macht das Spaß, Leute. So Spaß. Und ich meine, im Entwickler-Update gelesen zu haben, dass man wohl eine weitere dritte Fähigkeit freispielen kann. Doppelsprung ist einer und Weitwerfen die andere. Und die andere bezieht sich, glaube ich, auf das Supermarkt-Level, in dem man irgendwie crouchen muss, um sich unsichtbar vor diesen Puppen zu machen. Vielleicht kann uns das hier weiterhelfen. Vielleicht ist dieser kleine Freund hier ein hungernder Gefährte der Hölle, der nur darauf wartet, uns zu verspeisen. Der uns aber irgendwie nicht sehen kann, wenn wir einen kleinen Knacks vor ihm machen. Frag nicht dich warum, es ist einfach so. So sitzen wir in den Trümmern der Erinnerungen, in den Trümmern der Vergangenheit. Während alle Zuschauer darauf warten, dass ich da jetzt reingehe. Aber so weit sind wir noch nicht. Nein, ich will erstmal erfahren, wie der Kollege hier funktioniert. Ab wann der auf uns zugerannt kommt und was wir tun können, um das zu verhindern. Wenn wir uns hier vorbeischleichen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist fucking gruselig, Mann! Ich glaube, der kommt wie auf uns zugekrochen oder sowas in der Art. Wenn wir in einem bestimmten Radius sind... Scheinbar... Psst, verratet mich nicht! Wir können es schaffen. Wir können uns an ihm vorbei bewegen. Wir dürfen nicht in sein Licht kommen. Oh, das ist das Rätsels Lösung. Das ist die verdammte Lösung. Der darf uns nicht anblinken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Was ist das?
Ey, yo, Leute, nur noch eine kleine persönliche Abschiedung von meiner Seite. Ihr seht, draußen ist schon dunkel geworden. Das Video war eine Menge Arbeit. Es würde mich also freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wir gucken uns den Bosskampf, das Ending, in der nächsten Runde an. Weil ich habe gesehen, dass es noch eine Area ist, die einfach super groß ist, wo es super viel zu entdecken gibt. Und die, ja, was ziemlich Aufregendes Neues ist. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Machen wir hier für heute Schluss. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.